Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Pellworld. In der letzten Folge haben wir einen Dungeon geklärt, der mal ein bisschen stärker war als mal das übliche Zeug, das wir immer wieder gefunden haben. Die leuchtende grüne Böppel. Ach, das da drüben ist wahrscheinlich wieder die Wüste hier, ne? Wo sind wir denn eigentlich gerade? Hier ist auch nirgendwo was in der Nähe, ne? In Sachen, Teleportstein und so. Ich habe das Gefühl, in den großen, in den stärkeren Gebieten ist das eher so ein bisschen eine Seltenheit. Nicht mal ganz so häufig. Oh, da haben wir noch einen Böppel. Weil wir müssen so langsam auch echt mal zurück, weil wir haben keinen Platz mehr. Wir haben einfach jede Menge Scheiß einstecken, den wir langsam mal einsortieren müssen. Ach, da haben wir wieder die Pellfreunde. Die Pellen, die Pells, wie so Kartoffeln. Deswegen heißen sie die Pellfreunde. Ja, ja, da wird wieder sich geknüppelt und geprügelt. Und es wird hell. Yay. Yay. Oh, da hinten ist... Nee, das ist glaube ich, ein Baum gewesen. Das sah gerade so aus wie eine Statue. Aber das war, glaube ich, nur ein Bäumchen. Da, 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 da. Ratta, da, 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 da. Da unten ist eine wunderschöne freie Fläche. Da, oh, da unten ist auch wieder ein Ei. Da haben wir eine Kiste. Stopp. Putz. Erstmal runterfallen. Kein Platz im Inventar. Was hat denn der fallen lassen? Oh, Medizin hat er fallen lassen. Und was ist das andere? Brot. Nee, nee. Oh, da haben wir noch eine Statue da unten. Da steht in der Mitte eine Kiste. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie ein Köder. Oh, jede Menge Mosandas. Müssten wir eigentlich auch noch welche fangen, aber keine Lust. Die stecken immer ultra viel weg. Und wenn dann auch noch drei Stück kommen, oh, das dauert wieder Ewigkeiten. Aber das nehmen wir mit. Noch mehr Mosandas. Oh, hatte ich da in der Mitte jetzt eigentlich die Kiste aufgemacht? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich habe die Kiste nicht aufgemacht vorhin. Oh, da haben wir noch eine Statue. Vielleicht können wir dann, wenn wir zu Hause sind, wieder was upgraden. Oh Mann, ich will gar nicht wissen, wie viele... Oh, da ist ein Bällchen. Wie viele Statuen ich schon verpasst habe. An denen ich irgendwie vorbeigeflogen bin. Und sei es irgendwie, weil die sehr stark versteckt waren. Oh, da haben wir ein Ei. Das sieht auch relativ groß aus. Oh, komm. Hallo, Freunde.
knall die mal mitten rein. Nicht absteigen, mitnehmen. Nein, ich habe keinen Platz mehr. Natürlich habe ich keinen Platz mehr. Komm, dann nehmen wir den Salatsamen weg. Wir haben ja ein Salatfeld. Was für eine schöne Umgebung. Na, schon wieder diese Bienen. Und Mosandas, also viele Mosandas und viele Bienen. Ich hätte hier gerne mal ein, da oben ist einer. Da sehe ich einen. Ein Teleporter. Ich brauche Platz. Platz. Oh, da ist, glaube ich, auch wieder was Grünes. Ich fliege an. Oder? Ist das was Grünes? Ja, ja. Macht ihr nur. Aua. Die Kiste lasse ich jetzt mal da stehen. Und dann haben wir jede Menge Bienenköniginnen. Guten Tag. Oh, na Mensch, wir sind gut rumgekommen. Ha? Wo bin ich denn? Hier. Wir sind inzwischen gut rumgekommen. Hallo. Guten Tag. Habe ich hier noch Fleisch? Ich muss erst mal sortieren. Bushi. Oh, wir haben einen Bushi ausgebrütet. Na, geil. Ein grünes Jumbo-Ei. Haben wir noch irgendwas anderes? Ein gewöhnliches Jumbo-Ei. Nehmen wir mal das. Oh je, die da drüben sind wieder am Prügeln. Die armen Lämmchen. Hatte ich ein T-Shirt, genau. Ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Die Mitol-Rüstung. Was habe ich gerade doppelt gehabt? Wow, wir haben echt viele Eier gefunden, ne? Ei, 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 ei. Ei, ei. Ei. Da haben wir Früchte. Ah, da haben wir noch ein Ei. warum ist hier Stein drin? What the hell? Noch irgendwas, das man nicht... Ja, die da, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das als Mob-Drop ansehen sollen. Ich würde das eigentlich lieber zur Ausrüstung oder sowas legen. Lalalalalala. So. Aber wir haben 50 von diesen antiken Dingern. Na Mensch, da hat sich einiges angesammelt. So. Ach ja, herrlich, wie viel Gezuppel wir inzwischen einfach haben. So, dann hatten wir Tomatensamen. Ich glaube, wir müssen da jetzt erstmal Hilfestellung leisten hier. Ja,
Ja, irgendwie, ich glaube, wir müssen dann so langsam mal anfangen, irgendwie zu bauen. Also neue Sachen zu bauen. Komm schon, kleiner Spatz. Er hat ihn einfach gekillt. Aber wir haben ihn trotzdem gekriegt. Er hat ihn einfach gekillt, aber... Aua! Aber wir haben ihn trotzdem gekriegt. Das heißt, selbst wenn er ihn töten sollte und man ihn dann befreit, kriegt man ihn trotzdem noch. Gut zu wissen. Da können wir ohne Rücksicht auf Verluste... Irgendwas hat er noch anvisiert. Da können wir ohne Rücksicht auf Verluste einfach drauf. Hier muss immer noch einer sein. Oder nicht? Weiß ich nicht. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal anfangen, hier unsere Bude weiter auszubauen. Ganz dringend. Das heißt, wir brauchen... das da. Weil wir das vorige noch nicht haben. Oh, 100 Brote, Alter. Nice. Also die haben auf jeden Fall, denke ich, immer genug. Die haben, denke ich, mal genug Vorräte. Also genug zu essen. Eine Granate. Achso, da hinten laufen die Bälle. Wie weit seid ihr denn? Oh, fertig. Sehr gut. Sonst noch irgendwas fertig? Ist denn irgendwas schon wieder respawn? Nein. Ich möchte echt gerne mal wissen, was für Bedingungen das gibt. Ich meine, die im Dungeon, da hieß es dann irgendwie eine Ingame-Stunde oder so, bis die wieder respawnen. Ich bin immer noch im Kampf übrigens. Ich höre immer noch die Kampfmucke. Merkwürdig. Oh, by the way, wir haben ja noch vergessen, ne? Wir haben ja neue Schnuckis haben wir doch gefunden. Da müssen wir ja noch mal schauen. Ey, unsere Liste hat sich gut vervollständigt bisher, ne? Da. Igard. Treu ergebene Diener von Elisabeth. Vernichten jeden, der ihrer Königin schaden will, selbst wenn sie sich in die Luft sprengen müssen, um sie zu schützen. Oh, Alter. Oh, guck mal, Farmarbeit. Ich glaube, dann gibt's Honig. Oh, brauchen wir nicht Honig für den Kuchen? Brauchen wir nicht Honig für den Kuchen? Wo ist denn mein Dingens? Bin ich doof? Da. Wo sind denn die Honig? 3 Stück haben wir sogar. Sehr schön. Also. Pflanzen. Oh, guck mal, da können wir die mit dem ersetzen hier. Pflanzen 2, Holz 2. Der hat Feuer. Ich würde eigentlich den ganz gerne wegnehmen. Und würde die mit reinnehmen. Wir haben auch echt viele Viecher dabei, die mit bewässern, ne? Ich glaube, dann nehme ich den mal raus. Und nehme noch die Diener rein. Und dann können die nämlich Honig produzieren für die Kuchen, die wir brauchen. Dann später für die Zucht. Oh, und die Königin? Was kann die Königin? Muss ich auch nochmal. Habe ich gar nicht geguckt. Was kann die Königin? Wenn wir sie finden, die Königin. Wo ist sie? Die, da. Die hat keine Farmarbeit. Ja gut, es macht Sinn, ne? Es macht Sinn, dass die Drohnen gewissermaßen die Farmarbeit machen für Honig, weil ne, in der Realität gehen die Drohnen ja schließlich auch Honig sammeln. Macht also durchaus Sinn. Aber da haben wir Pflanzen, Handwerk, Sammeln, einmal Holz und Medizin. Was hat er denn noch Medizin?
Wir hatten nur zum. Oder das war's. Nur die eine. Nur sie. Wo war die Königin da oben? Also die hat Handwerk, Medizin und Sammeln. Handwerk, Medizin. Okay, die sammelt nicht, aber sie kann dafür ein bisschen Holz hacken. Und kann noch anbauen zwischendrin. Und wir haben den Vorteil, dass dann auch noch ihre Drohnen mit dabei sind. Vielleicht bringt's was. Ich weiß es nicht. So. Die produzieren fleißig Zeug. Ich habe nur 13 Metallbarren. Ah ja, genau. Ich wollte zur Kirche und wollte nach Metallbarren gucken. Was macht der denn da? Hat er einen schönen Hintern, ja? Einmal bitte hier hin und gucken nach Erz. Aber ich glaube, wir haben noch Erz in der Schmiede. Die waren mal wieder faul. Ich helfe mal ein bisschen mit. Ich brauche nämlich ein bisschen Zeug. Aber ich muss ja mal gucken, ob ihr überhaupt noch was zu essen habt. Oh. Meine Spielzeuge ist kaputt. Na Mensch, die brauchen Essen. Vielleicht schaffen sie deswegen auch nicht mehr so viel. Die brauchen. Ja, du sollst dich nicht ducken, ne? Du sollst da hin. So. Müssen wir denen mal ein paar Brote vorbeibringen, hä? Da. Da, 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 da. Guck mal, der Honig ist sogar, der muss sogar noch nicht mal gekühlt werden. Nice. So. Nehmen wir mal was weg. Vielleicht arbeiten die deswegen auch nicht ganz so gut. Wo ist es? Da. Aber hungrig scheinen sie nicht unbedingt zu sein. Zumindest nicht alle. Jetzt aber sind sie bei 28. Ich verstehe es nicht. Da gehst du Ewigkeiten nicht hin und dann haben sie einfach gar nichts gemacht und dann bist du 20 Sekunden da in der Nähe und auf einmal sind da 30 Brocken drin. Wieso? Wenn man arschweit weg ist, wird die Map eingefroren? So wie bei Minecraft, weißt du, wenn du eine gewisse Entfernung hast zu deiner Hauptbude und dann steht die einfach still, um Speicherplatz zu sparen. Vielleicht ist das da so ja auch. Ich weiß es nicht. Wo ist mein Kühlschrank? Da ist mein Kühlschrank. Nee. So. Ich trage einfach mal 214 Kilo Bären mit mir rum. So, einmal reparieren meine Spuhitzhacke, bitte. Oh, das Alter. Da habe ich auch ganz schön aufs Maul gekriegt. Hier ist noch Tudi. Oh, den repariere ich auch mal, Mick. Mick. Das Ding repariere ich auch mal mit, wenn ich schon mal dabei bin. Hochwertige Stoff, Futterbeutel, Schmuck, Dreischussbogen. Ich muss mir mal eine Waffe, eine richtige Knarre bauen.
Ich hätte aber ganz gerne mal gewusst, hier hat man nämlich keinen Vergleich. Oh, Polymerplatte. Okay, da muss ich erst. Da muss ich erst das Ding machen. Oh. Oh, ein Schwert für den Nahkampf. Was habe ich denn die ganze Zeit? Ein Speer. Hochwertiger Metallspeer. Was habe ich für einen Einstecken? Nur ein Metallspeer. Jetzt ist nur die Frage, was ist halt stärker? Ein hochwertiger Metallspeer oder ein Schwert? Ich würde fast sagen, das Schwert, weil da brauche ich 30 hochwertige Barren. Hier brauche ich nur 10 hochwertige Barren, ein bisschen Holz und Stein. Deswegen würde ich sagen, das hier ist besser. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Ich mache einfach mal das Schwert. Oi, 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 oi. Viel Spaß beim Bauen, Schnuckiputz. Ich überlasse dich deinem Schicksal. Was kann ich mit dem Medizinding eigentlich bauen? Dubioser Saft. Ein Trank, der die Stimmung verbessert. Nach dem Konsum erhöht sich das Arbeitstempo für eine gewisse Zeit beträchtlich. Allerdings sinkt die GI. Okay. Also 5 Metallbarren für eine einzelne Spritze? Wahrscheinlich brauchst du mehrere Versuche. So. Ja, Stoff, Stoff, Stoff. Also hier kann ich keinerlei Ding machen. Keinerlei Polymerplotten. Also wenn ich definitiv die Fließbandwerk brauche. Das Fließband-Dingensbummens irgendwas brauchen. Was habe ich noch einstecken? Honig. Der muss auch hier rein. Doch, ich habe Honig schon hier drin. Supi. Ausrüstung. Das war, glaube ich, eine Hitze. Ja, die kälteresistente. Oh, guck mal, kälteresistente Metallrüstung 1 und 2. Ich habe die normale Metallrüstung einfach, ne? Ja. Immerhin. Aber habe ich auch schon was Hitzeresistentes? Ich glaube nicht. Armbrust, Fell, Humus, Fell, Stoff, Armbrust, arktische Tracht, Bogen, tropische Tracht. Ja, eine tropische Tracht, aber die ist wahrscheinlich auch nur so ein Stoffdingens ohne irgendwas Spezielles. Das hier auch. Stoffkleidung, Stoffkleidung. Ja, ich habe nur die Kälteresistente. Schade. Schade. Gucken wir mal. Die müsste man ja dann theoretisch an der hochwertigen Bank bauen können, wie die Metallrüstung auch. Ja. Hunderte. 120 Metallbarren für diese Kackrüstung, wo die alte kaum Zeug anhat? Nee, ist klar, Leute. Ist klar, Leute. Guck mal, die zeigt mehr nackte Haut, als dass sie Rüstung am Leib hat, aber 120 Metallbarren. Was hatten die alte für einen Verschleiß beim Bauen und die Viechers? Also, what the hell? Ist das... Also manchmal finde ich dieses Material, was du brauchst, so ein bisschen übertrieben, ne? So ein bisschen hart übertrieben. So ein ganz kleines bisschen hart übertrieben. Och, komm, ey. Und wir sind schon wieder bei 24 Minuten. Gut, okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.